So, willkommen zurück. Leute, was zum Teufel sehe ich hier? Das ist. Ist das echt? Inwiefern? Fuck, wenn ich das wüsste. Ich bin bereit. So, beim letzten Mal haben wir den Predator ja echt gut hingekriegt. Ich bin auch nur einmal gestorben. So, nicht in den Kreis rein, sondern kurz vorher landen. Egal, wenn der Heli kaputt geht, geht er halt kaputt. Was zum Teufel ist das? Das ist ein Predator. Kennst du nicht? Hast du Filme nicht gesehen? Mit Arnold Schwarzenegger? So. Wir schicken da vorne, schicken wir die. Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Hab die Rebellen angerufen, wegen So. Verstärkung. Aufi. Direkt mal ordentlich eingeschenkt. So, im Westen, da sind meine drei Bäume. Ich glaube, ich sag denen, die Nicht sollen stehen wieder hier bleiben. hingehen. Roger. Greif an. So, ich gehe lieber zu meinen drei Bäumen. Nur zur Sicherheit. Heilige drei Bäume. Heilige drei Baumigkeit. Perfekt getarnt. Ziele markiert, warte auf den Befehl. Wie konnte er denn den markieren? Kann Ist ich. das echt? Wenn der markiert ist, kann ich Sync-Shot machen mit dem? Ich glaube nicht, oder? Probier's mal aus. Wenn ich ihn nochmal markiert krieg. Ah, es war zu schnell. Simultanschuss. Nee, geht ihr bitte weg, ihr seid Kanonenfutter. Ich würde denen gern sagen, sie sollen sich aufteilen. Nee, ich kann nicht. Ich kann nicht Q, also ich kann zwar Q drücken, aber es passiert halt nichts. Ups, das ist ein Rebell. Wow. Keine Tangos mehr da. Das hat er ja noch nie gemacht. Also nicht, dass ich mich dran erinnern würde. Wo ist der? Da habe ich gerade einen Laser gesehen. Der steht da hinten, irgendwo hinter den Bäumen. Da ist er. Wir haben Verluste. Ja, dann gehen halt heilen. Getroffen. Hörst du mich? Ich bin gleich da. Jetzt gammelt doch nicht alle bei mir rum. Jetzt zieht ihr die ganze Aufmerksamkeit auf mich. Hui, das war knapp. Also zum späteren Stadium wäre ich jetzt tot gewesen. Ich dachte eben, als er so knapp hinter mir gespawnt ist. Getarnt, dachte ich schon, oh je, jetzt setzt er die Handgelenksklingen ein. Da läuft er. Toll. Verschwunden vorher. Ich brauche mehr Munition. Danke.
Dann gehen verdammt nochmal heilen. Mach die Verluste rückgängig. Alles muss man selbst machen. Es wird wieder. Ich bin unterwegs. Wieder da hinten irgendwo. Also, kann ich den Nahkampf tackeln? Nee, er verschwindet vorher. Schade. Komm, Baby. Komm, 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 komm. Warte. 3, 2, 1. 2, 1. Risiko. Darkwing. Predator. Cool wäre es, wenn das Blut dann auch auf den Blättern und auf dem Boden landen würde, wenn man auf ihn schießt. Was sollte das denn werden? Früher war meine Taktik immer im Kreis rennen. Und wenn er dann, wenn er mich anvisiert, parallel zum, nicht parallel, sondern als so laufen, dass der Laser zu mir im rechten Winkel ist. Keine Ahnung, wie das heißt. Diagonal. Diagonal, ja. Diagonal zum Laser laufen. Und hoffen, dass er daneben schießt. Wir haben Verluste. Krieg ich den so? Nee. Ich kann ihn nicht. Ich bin unterwegs. Ich kann ihn nicht nahkampfen. Aber immerhin habe ich es mal probiert. Versuch's gar nicht erst, Predi. Wow. Ich sagte, versuch's gar nicht erst, aber hast du schlecht. Mann, wenn du zielen könntest, hätt's mich nicht erwischt. Wow, ich hab den. Da war doch gar kein Laser, oder? Ich hab da keinen Laser gesehen. Scheiße nochmal. Hey. Lass das. Ich wurde gerade wiederbelebt. Ich bin noch unverwundbar. Auf deiner Stirn steht. Keine Ahnung, was das bei euch heißt. Auf deiner Stirn steht Twitter-Gnom. Wir haben Verluste. Moment, ich komme. Haben Verluste. Das war's. Nice. Mann, das merke ich morgen früh noch. Keine Munition mehr, aber was soll's. Hallo. Hier ist so. Das. Booster nicht vergessen. Oh, ich hab keinen mehr. Schnell noch einen kaufen. Noch einen kaufen. Booster. Tier 1 Booster. Ja. Habe ich mir mehr Credits gekauft, als es notwendig gewesen wäre. Ärgert mich ein bisschen. Aber gut, ich wusste nicht, wie lange ich wirklich dafür brauche. Wow, es haben alle rausgeschafft. Was? Die waren doch draußen. Die waren doch schon draußen. Du kannst mir doch nichts erzählen. So eine Scheiße. Moment, ich komme. So. Was zur Hölle war das? Das waren ordentlich viele Punkte. Dann haben wir hier nichts mehr. Können wir die hier wieder machen? Ach, Elway, ja, die will ich ja nicht.
Ja, guck mal. Nee, ach Mann, ich bin schon wieder hier. Ich will Espiritu Santo. Nee, geht nicht. So, hier. Hatten wir das Truck Depot noch nicht. Hier Chemiker, Quinoa-Fabrik. Und die Drogenkurierärzte, dann machen wir die. Also die drei Missionen. Die gehen schneller. Die gehen schneller als das andere. Das ist das nächste, ne? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja. Ist dann heute. Heute ist wohl der 29. Wenn ich das alles so hochgeladen habe, wie ich das geplant habe. Müsste heute der 29.09. sein. Schalldämpfer wieder drauf. Jo. Ich fliege. Viva la Revolution. Du sagst es. Na los, na los. So. Die Drohne ist oben. Ich hoffe, ich bin nicht wieder zu weit weg. Das wäre doof. Hab die Rebellen um Ablenkung gebeten. Hab indirektes Feuer angefordert. Ich renn lieber mal ein Stückchen entgegen. Der Leutnant haut ab. Sehr gut. Oh, der Alarm. Der Alarm ist aus. Das war's mit der Verstärkung aus der Luft. Komm, hoffentlich töten die den jetzt nicht. Das wäre äußerst doof. Nein, sie haben ihn dran gehindert, ins Auto einzusteigen. Oder? Nee, doch nicht. Er ist gerade ins Auto eingestiegen. Gut. Gut, gut. Dann kommt er ja jetzt bei uns vorbei. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihn nicht zu früh und nicht zu spät am Weiterfahren hindere. Zu früh und unser Heli fliegt in die Luft und zu spät und naja, er ist weg. Wow. Och, das ist doch nicht dein Ernst. Da kommt man. Na gut, da kommt man gerade noch hoch. Kommt man gerade noch hoch. Das Problem ist nämlich, wenn man eine Geisel dabei hat, kann man keine Stufen mehr gehen, weder hoch noch runter. Und das kann durchaus zu Problemen führen. Ich habe einmal hier so, ich glaube, nee, da vorne war es, glaube ich, also irgendwo da mit dem festgehangen, weil ich nicht mehr weggekommen bin. Ich bin dann später dazu übergegangen und habe den mit verschiedenen Fahrzeugen immer ganz, ganz zart angeditscht, dass er immer ein klein bisschen weiter gestolpert ist und dann immer den nächsten Abhang runter ist. Das war vielleicht eine Arbeit. Nur weil ich die Mission nicht wieder neu anfangen wollte. Hat dann im Endeffekt wahrscheinlich dreimal so lange gedauert, wie es gedauert hätte, wenn ich es einfach neu gemacht hätte. Erreichen Sammelpunkt. Bringen wir es hinter uns. So. Einmal sichern, bitte. Dann die Drogenkurierärzte. Und dann die Quinoa-Fabrik. So, zweite Hälfte des Videos läuft.
Es wird doch noch zu schaffen sein, hoffe ich. Wir sind alarmiert. Ja, ist mir egal. Drogenkurierärzte, bitte. Danke. Los geht's. Wir haben die Koordinaten einer Hinterhofklinik, wo das Kartell Drogenkuriere präpariert. Dieser Scheiß muss. Wir sind fertig hier drüben. Gehen Sie zur Klinik, finden Sie die sogenannten. Oh, die Reflexionen in der Straße. Oh, wie geil. Also auf der Straße. Das sah gerade so cool aus. Obwohl sie total unrealistisch sind, weil da ist gar keine Sonne mehr, aber es sieht trotzdem so cool aus. Oh ja, ist wieder ein Gewitter. Habt ihr mein Bild gesehen, das ich gepostet habe? Sonnenuntergang mit Gewitter? Hab ungefähr 100 Screenshots machen müssen, bis ich es geschafft habe. Scharfschütze im Turm. So einen blöden Blitz einzufangen. Ich hab die Rebellen gebeten. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts vom. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts vom Dingens. Wie heißt es? Vom Fotomodus. Hallo ihr beiden, na? Bereit zu sterben? Hm? Da hast du geguckt. Da warten wir, bis der andere rausrennt. Komm, renn raus. Renn raus. Die sehen uns. Der ist in Deckung gegangen. Okay, jetzt, ja. Nice. Die Kartellärzte geschafft. Sind tot. Ziel erreicht. Die Klinik ist geschlossen. So. Dann. Die Quinoa-Fabrik. Moment. Tschüsschen. Schön mit Ö. Ciao mit V. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil in Ciao überhaupt kein V drin vorkommt. Zurück an die Arbeit. Weder im deutschen Ciao noch im italienischen Ciao. Also im deutschen Ciao in Anführungszeichen ist ja auch nur eingedeutscht. Tag, die Herrschaften. Zielt auf die Transportbänder. Ohne sie läuft die Fertigungsstraße nicht. Weißt du was? Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Ich sehe ein zweites Ziel. Sie können es gehört. Natürlich haben wir das gehört. Sind ja nicht taub. Shit, die haben uns. Hab den Heli abgeschossen. Ich hab den Heli abgeschossen. Schmück dich mal nicht mit fremden Federn hier. Ich glaub, es geht los. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Wir wissen aber nicht, wo wir sind, ne? Gut. Meow. Meep, meep. Meep, meep, Motherfucker. Hallo, du. Bereit zu sterben. Zeit abzuziehen, bevor die Verstärkung anrückt. Das war knapp. So, da haben wir die drei. Hm, haben wir hier wieder nichts mehr. Haben wir hier was? Vielleicht mal eine andere Mission. Anführer von Morokoyo. Antonio und Gabriela. Die könnten wir eigentlich mal machen. Ja, die sind aber auch nervig. Der Deserteur ist ultra nervig. Alles nicht schwer, aber nervig halt. Ich töte gerne. Leute gefangen nehmen und irgendwo hinbringen, mache ich nicht so. El Emissario. Wir können ja mal gucken, ob El Sueño noch mal geht. Nee. El Sueño gibt nur Belohnpunkte. Oracle. Ach nee, das ist. Doch, Oracle ist die Skelltech-Mission. 4400 ist auch nicht viel.
dafür, dass die Mission so lange geht. Dann gucken wir hier nochmal. Da haben wir noch das Truck Depot. Ist nervig. Hier haben wir alles nochmal. Komm, dann machen wir das nochmal. Das sind Atlantak-Gefangene. Wie viele Punkte brauchen wir noch? Ja. Diese Folge und die nächste Folge und dann haben wir es. Hoffe ich. Du hättest mich fahren lassen sollen. Da sind noch mehr Tangos im Anmarsch. Alles gut. Wenn es nächste Folge theoretisch nicht fertig werden würde, dann wird es trotzdem fertig, weil ich dann die Folge so lange mache, bis es fertig ist. Und wenn die Folge dann halt eine Stunde dauert, dann dauert es halt eine Stunde. Weil ich will ungern zwei Folgen von einem und demselben Let's Play hochladen. Ist ja nicht mal ein richtiges Let's Play, aber gut, ich nehme es eigentlich auf wie ein Let's Play, aber... Also ist es theoretisch eigentlich ein Let's Play. Sieht so aus wie eins, ist aber keins, oder wie? Nee. Keine Ahnung. Nein, bitte nicht abschießen. Oh shit. Da kommt sie geflogen. Oh oh. Ich habe gerade in echt die Augen zugemacht. Vor dem Einschlag. So. Hab das Ziel. Eröffne Feuer. Schade, dass der Truck nicht mehr fährt. Mal sehen, was er für uns hat. Warum treffe ich nicht? Ach scheiße, daneben. Daneben. Ja, daneben auch, aber... Eskorte zerstört. Sag mal. Warum lebt er noch? Jetzt überleben die schon Sniperschüsse oder was? Ich glaube, es hackt. Also, kann es sein, dass die Gegner jetzt auf diesen letzten Tierstufen und auch die Autos auf den letzten Tierstufen härter geworden sind, ohne dass es hier steht? Kann das sein? Oh, da unten gucken ja auch Gegner rum. Okay, bin unterwegs. Schusslinie. Sekunde, geh in Position. Ich sehe das Ziel. Deck alles hin. So, MTW, please. Ah, da haben wir. Oh, wollte gerade sagen, scheiße, war das knapp, aber dann hat wohl irgendwas etwa ein bisschen Ladung übergestanden. Ich habe den Zug gar nicht gehört. Alter. Deswegen, meine lieben Kinder, sollte man nicht an den Gleisen spielen. Vor allem nicht mit Kopfhörern in den Ohren. So, was wollte ich machen? MTW rufen. Mein Fahrzeug. Diesmal dann Unidad MTW. Da vorne. Toll. Die Frage, ist der da vorne böse oder ist der lieb? Hallo, bist du böse oder lieb? Du bist böse. Scheiße. Warum schießen die Rebellen nicht auf den? Die sind voll nutzlos. Stehen sie da mit drei Autos und machen nichts. Ich würde gerne den Predator noch dreimal machen. Aber natürlich nicht für 4000 Punkte, sondern für 8000. Oh wei. Feinde, 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 Feinde. Manchmal geht's, manchmal nicht. Was soll's. Hinter uns. Schieß. Pff, toll. Ein explodierendes Auto. Hat unser Auto geschrottet. Naja, nicht ganz, aber... Jetzt habe ich den aus dem Auto geschossen.
wollte das Auto explodieren lassen. Hab ein Fahrzeug von den Rebellen angefordert. Hallo. Silenzio, Marce. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Ich will mein Leben zurück. Pinche puto. Ich mach dich fertig, cabron. Ja, ja. Sicher, amigo. Was du nicht so alles tust, kann ich den auch noch da reinstecken? Na egal, schon, amigo. Schnell. Sei denn, du willst hierbleiben. Wofür die Rettung, Culero? Ich hab das Gefühl, dass er mich so oder so killt. Keine Sorge, keine Sorge. Shit! Lass mich gehen und ich zeig euch, wie artig ich bin, puto! So, wir sind wieder auf dem Weg ins Dorf Acevedo. So. Ich finde es auch geil, dass die ja immer, wenn man Rebellen tötet, sagt auch immer Feind am Boden. Schöne nasse Straße. In der Ferne sieht die nasse Straße nicht mehr so geil aus. Nur so direkt unmittelbar ums Fahrzeug rum. So, merken, nicht über die Mitte fahren. Diesmal bin ich sogar richtig abgebogen, aber dann zu früh. So, jetzt geht's gleich wieder ab. Wärts, bergab. Und dann fahre ich auch wieder direkt mit dem MTW in die Unidad-Basis rein, glaube ich. Das hat so gut geklappt beim letzten Mal. Yay. Miau. Aus dem Weg. Ich brauche so dringend eine Hupe. Aus dem Weg. Aber bremst von 100 auf 0 innerhalb von 0,5 Sekunden. Achso, Männerporno noch. Kann ja nicht immer nur für die... Können ja nicht immer nur Frauenporn drehen. Hä? Das war's schon? Erledigt. Wir sind hier fertig. Okay. Irgendwie... Okay, verlassen Sie den Bereich. Na gut. Ich nehme aber noch ein paar Ressourcen mit. Wer schießt? Oh, die Rebellen. Die elenden Rebellen, die immer alles kaputt machen. Ja, man sieht sich. Wenn der Typ jetzt getötet wird, dann ist die Mission vorbei, ne? Ich hoffe, die Rebellen kommen nicht auf die Idee, auf den zu schießen. Und ihr auch nicht. Hört auf zu schießen. Wir haben kein Knies mit denen. So. Dann jetzt die Medialuna-Untersuchung. Oder sollen wir zuerst den machen? Nee, wir machen die Medialuna-Untersuchung. Und dann zum Schluss den. Wie vorher in dieser Aufnahmesession auch. Warum spricht sie denn so leise? Warum man da verdächtig ist, nur weil man ein bisschen rumrast. Oh wei. Zum Glück bremst das Ding so gut. Es wäre cool, wenn man sich in den Kofferraum setzen könnte und dann den KI-Kameraden sagen könnte, sie sollen an Ort X oder Y fahren. Oder vorwärts, links, rechts, keine Ahnung. Die KI-Kameraden steuern lassen und man selbst sitzt hinten im Kofferraum, schießt hinten raus. Das wäre ganz nett.
Ich hoffe dann wieder, dass der Hauptmann, den wir verhören sollen, nicht getötet wird durch einen Schuss von uns. Feuer! Oh, das war die Sache mit dem Heli. Diesmal stecken wir bedeutend mehr ein. Granate, Vorsicht! Bewegung, das geht gleich hoch. Scheiße. Diesmal hat es nicht so gut geklappt. Irgendwie. Ich habe kein Ziel. Du siehst. Scheiße.